auf ihrem Graspolster wie auf einem Hochsitz, der bis zu den moosüberwachsenen Schindeldächern der Häuser hinaufreicht. Aus allen Richtungen laufen Menschen auf den Heuwagen zu. Vom Hirschberger See keucht Kaiser Karl der Vierte herauf. Aus seinem Hermelinmantel tropft noch Wasser. Er hält in seinen Händen einen Karpfen, der mit dem Schwanz schlägt und nach Luft schnappt. Von den Bösingen herunter jagt König Chemisel Ottokar der Zweite in Begleitung eines sich Erziehensers. Der Mönch preist Anna, das Modell der königlichen Burg, als Weltkulturerbe an. Ein Erzgebirgler versucht mit Hilfe einer Obstleiter den Heuwagen zu ersteigen. Er rutscht ab und landet in der Mausefalte, die ein Drahtnik auf den Weg aufgestellt hat. Die Gräfin von Lobkowitz schwingt die Diamantenmostranz über den Köpfen der Mengen, aber niemand macht ihr Platz. So muss sie zusehen, wie der Hoho des Grafen Radstein sich auf ihrem Heiligtum niederlässt. Ein Leibmeritzer Gottesstreiter verteilt an die Horka-Erbauern Dreschflegel. Er will aus Annas Heuwagen eine hussitische Wagenburg machen, bleibt aber mit dem Fuß in der Schlinge eines Wilddiebes hängen und fällt mit seinem goldenen Kelch in die Bütte seines Warnsdorfer Zwirnsacks. Ein Zigeuner, der seine Fellmütze tief über die Stirne gezogen hat, läuft pfeifend hinter dem Wagen her. Er hat seine Tanzbeere, den er mit seinen Bändern und bunten Glasperlen ausstaffiert hat, an die Rückwand der Fuhre gebunden. Vor einem Bauernhaus hält er die Pferde an. Er springt von seinem Bock herunter, geht in den Hof hinein und kommt nach kurzer Zeit mit zwei Eimern Wasser heraus, die er den Pferden zum Saufen hinstellt. Anna beugt sich über den Rand des Heuwagens. Neben dem Hoftor
dreht sich ein Wirtshausschild im Wind. Auf der einen Seite spreizt der böhmische Löwe seinen Doppelschwanz. Und auf der anderen fährt der Habsburger Doppeladler seine Krallen aus. Um einen Tisch herum sitzen Karl Hünek-Macher und Prager Studenten. Sie rauchen Pfeife und schütten sich das Budweiser, dass der Gastwirt Wetzel auffährt, hinter die Binde. Sie kneifen die Magd, die mit einem Boot und machen verweilen einen hellen Tag. Die Studenten tischen einander jetzt Märchen auf, die sie auf eine Wanderung gesammelt haben. Sie erschrecken den Wassermann im Schwarzteich. Fahren mit dem wilden Wege zum Kuchen durch die Lüfte und schleppen die Klimperlise im Huckepack über die Feldwege. Noch einmal drehen sie alle Steine herum. Über die See in den Burgräumen gestolpert sie. Nummerieren alle Sahnsteinhöhlen, in denen sich Hussiten schweden, Brandenburger oder aufständische Bauern jemals versteckt haben. Und listen alle Dörfer auf, wo man noch schlecht spricht. Dann rufen sie den Riebezaul herbei. Aber als der nicht antwortet und auch der Kraken noch stumm bleibt, schreit Anna von ihrem Wagen herunter: Riebezahl, wo bist du? Hofhunde schlagen an und die Tauben fliegen auf Heinrich der Wälder und des Macherschreckens Held tritt an den Tisch. Die Studenten zerdrücken der Jugendzeit, des Maienzeit, der Lebenzeit. Die ersten Leuchtkäfer stecken ihre grünen Lichter an. Wirtshausschild klirrt im Wind. Ein Student sinniert, was sein wird, wenn der Adler gerupft und der Löwe erlegt ist. Panik der Pate beim Löwen, sagt der Zweite. Und der Dritte:
Dann ist es auch egal, ob es Liebe zockt.